Menschen, die einfach ihren Job machen, die anderen helfen, die für Ordnung sorgen, sollten ja eigentlich mit Respekt behandelt werden. Die Realität sieht allerdings inzwischen oft ganz anders aus. Polizisten und Polizistinnen werden da beschimpft und angegriffen, Rettungssanitäter bedroht und angepöbelt. Und ganz besonders heftig geht es auf den Fußballplätzen zu. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, so haben frustrierte Fans ja früher schon in den Stadien gesungen. Doch das war harmlos im Vergleich zu dem, was Schiedsrichter, vor allem im Amateurbereich, heute so alles ertragen müssen. Anja Agert und Georg Bruder berichten. Francesco Giotto an einem Fußballplatz in Ludwigsburg. Hier kommen bei dem Hobby-Schiedsrichter Erinnerungen hoch. Erinnerungen an ein Kreisligaspiel, das er als Unparteiischer leitete. Ein Spiel, das eskalierte. Hoffentlich komme ich heute lebendig nach Hause, habe mir gedacht, ja. Also was habe ich noch nie erlebt. Wie gesagt, ich bin seit über 10 Jahren Schiedsrichter. Klar gibt es ein paar Spiele gehabt, wo Schiedsrichterbeleidigungen sind und so, aber sowas, was hier passiert ist, habe ich noch nie erlebt. Ja. Es ist die zweite Halbzeit in einem hart umkämpften Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. Als Francesco Giotto in der 66. Minute einen Platzverweis erteilt, gehen Spieler auf ihn los. Der Schiedsrichter bricht das Spiel ab. Mehr als 30 Spieler und Fans stürmen auf ihn zu, hier dokumentiert von Zuschauern. Nur mit Mühe gelingt es Ordnern, den Schiedsrichter zu schützen. Ja, die sind auf mich losgegangen mit gebrochenen Äste und Bierflaschen. Einer hat mir aufs Auge geschlagen. Dann bin ich kurz bewusstlos geworden. Und dann bin ich wieder aufgewacht und die haben immer weiterhin auf mich eingetreten und geschlagen. Es ging ungefähr ein paar Minuten, bis die Polizei kam. Und dann war es vorbei, Gott sei Dank. Spiele, bei denen ehrenamtliche Schiedsrichter um ihr Leben fürchten müssen, sind zum Glück die Ausnahme. Aber der Ton auf dem Platz ist in den letzten Jahren deutlich rauer geworden. Du blinde Sau, ja. Arschloch, wir ficken dich jetzt, du kommst nicht lebendig nach Hause jetzt, du Hurensohn und lauter solche Wörter. Beschimpfungen, Bedrohungen, Angriffe. Allein im württembergischen Fußballverband wurden in der vergangenen Saison mehr als 750 körperliche Tätlichkeiten gemeldet. 159 Mal wurden heikle Spiele sogar abgebrochen. Das sind immerhin fast 5 pro Spielwochenende. Die Kriminologin Taya Fester hat sich mit der Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball befasst. Statistisch gesehen, sagt sie, habe die gar nicht zugenommen. Allerdings sei die Hemmschwelle bei Spielern und Zuschauern gesunken. Da darf man mal die Sau rauslassen auf dem Sportplatz. Das gehört fast schon dazu. Wenn man sich eine Eintrittskarte kauft, dann kauft man sich das Recht zur Beleidigung. Und das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, weil woanders gibt es das nicht. Wir haben das sonst nirgendwo, dass man das so hinnimmt. Dass es so viel an schon strafrechtlichen Handlungen einfach gibt. Markus Kohler wurde bei einem Kreisligaspiel in Bad Wimpfen angegriffen. Der Schiedsrichter zeigte einem Spieler die rote Karte, bekam anschließend in der Halbzeitpause Besuch in seiner Kabine. Also ich bin hier gesessen und dann flog die Tür auf und der hat dann direkt eigentlich mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich habe mich dann so weggeduckt nach unten. Das war nicht so clever im Nachhinein, weil da hat er dann die Möglichkeit gehabt, mir ins Gesicht zu treten. Dramatische Folgen eines eigentlich sportlichen Wettkampfs. Für Markus Kohler endet das Spiel vorzeitig im Krankenhaus. Für den Täter vor Gericht. 11 Monate auf Bewährung. Für die Mannschaft blieb der Vorfall fast ohne Folgen. Doch gerade die Vereine sieht Kohler in der Verantwortung. Na, die kennen ja ihre Pappenheimer. Und die kennen auch, also wenn ich als Verantwortlicher eine Mannschaft zusammenstelle oder als Verein, dann muss ich auch ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen, wer trägt mein Trikot. Und sich danach hinzustellen und zu sagen, oh, das konnte ich alles, es war nicht vorhersehbar, das ist so ein bisschen scheinheilig. Auf den Platz geht Markus Kohler weiterhin, weil ihm das Pfeifen Spaß macht. Und weil er nicht will, dass die Gewaltbereiten gewinnen.